Naja, wirklich viel bringt's nicht gegen die. Da müsste schon richtig viel Mana verballern, um da irgendwas zu reißen. Was nicht wirklich ein Problem ist, weil in einer Viertelstunde mache ich eben eine kleine Pause und habe volles Mana, aber... So, klick, klick. Flieg, Minions. Portal ist noch da. Das muss weg, das muss weg, das muss weg, das muss weg. Das muss alles weg. Das muss auch alles weg. Das wird eingesackt. Oh. So. Bergarbeiterbuch. Ich hätte gern, dass meine Zwerge mehr Skillslots haben. Weil wenn sie schon nicht ihre Arbeiten nach ihren Berufen aussuchen, dann sollen sie gefälligst mehr Berufe können. Ja. Sieht gut aus, sieht gut aus. Sieht nicht so schön aus. Aber da gab es einen Vorschlag in den Kommentaren. Wir sollen doch mal die Turmspitze nehmen. So. Und da mal raufklicken. Nö. Weil das bei anderen Deko-Sachen ja auch so ist. Oder nicht unbedingt Deko-Sachen, sondern Türen. Wenn man eine Tür gesetzt hat und dann einmal noch eine Tür versucht draufzusetzen, wird die Optik geändert. Also links oder rechts. Ne? Ob nach innen oder nach außen öffnet. Hm. Genauso bei den Stein-Dingern hier. Wenn ich da jetzt so mache, ist die Optik anders. Und dass das eventuell auch bei den Turmspitzen so ist, war nur leider nicht so. Die ist echt mickrig. Also ich denke, die Turmspitze wird sein für so einmal ein Türme oder 3x1 lange Türme. Sowas hier oben drauf zum Beispiel. Was ich jetzt nicht so wirklich berauschend finde. Das heißt, irgendwie muss man diese Blöcke, also die Dachblöcke, so anordnen, dass sie dann ein richtiger Turm draus ergibt. Wir haben noch keine Ahnung wie. Jetzt haben wir erstmal gleich eine Belagerung. Das ist irgendwie wichtiger. So, Portal. Mach die Bäume vom Dach weg. So, hier gibt es auch noch ein neues Portal. Aber nicht zum Sachen einsammeln, sondern zum Sachen wegmachen und töten. Auch wenn ich den Verdacht habe, dass die Minions gleich weg sind. Fliegen noch. Benutzen nur leider keine Portale. Aber das wäre auch albern. Die sollen ja auch schön hin und her fliegen, das sieht ja cool aus. Was machst du da? Ah. Na, oh, hast einen Dirtklumpen gefunden. Genau, schön nach Hause. Kann man später irgendwann nochmal gebrauchen. Ja genau, das muss auch alles weg. Weg, weg. Nee, Efeu-Busch. Du bist glücklich. Mhm. Oh, da muss neu. Nee, nee, nicht so hin. Bausteinwall. Wollen wir unsere Falltür jetzt echt mal bauen? Ich glaube, den Jux erlaube ich mir. Zwerg? Zwerg? Nein, nicht abhauen. Ich brauche einen Freiwilligen. Du. Wähle Zwerg, Kontrolle übernehmen. Hey, ja. Du gräbst jetzt ein Loch. Und dann machst du über dir zu. Das klingt jetzt komisch. Ist es auch. So. Du bist jetzt eine Falltür. Und dann gucken wir, ob die Gegner Fallschaden nehmen. Und wenn nicht, dann machen wir da unten einfach ein ganz tiefes Loch, wo man nicht wieder rauskommt, außer mit Portal. So, testweise. Ja, Gold. Sollten wir vielleicht einsammeln, bevor wir es zumachen. Nahkampfhandbuch. Ich sollte öfters sinnlos Löcher nach unten graben. Bärenbusch. Noch mehr Dirt. Also mit den Bahnschienen wird später ein Problem. Aber ich will ja eh nur testen. So, hier kommt schon mal niemand mehr raus. So, Portal. Du darfst raus. Ihr dürft einsammeln. Ja. Und der Faust, der Arm von diesem Zwerg ist jetzt quasi eine kleine Zugbrücke hier. Und wenn dann gleich Gegner da draufstehen, dann mache ich einmal so. Aber kann man das irgendwie... Nein, nicht du. Faust links, so. Faust rechts, so. Jetzt muss ich nur ein, zwei Mal klicken, dann klappt das um und dann dürften die durchpurzeln.
dann gucken wir mal. Ich denke, sie werden einfach nur runterfallen und keinen Schaden nehmen. Wenn dem denn so wirklich ist, dann ist halt Pech. Wir könnten hier auch noch so eine Falltür-Dingens bauen. Ja, mach mal. Bin ich gespannt. Aber erstmal 36 Sekunden bis zur nächsten Welle. Ich hoffe mal, die Jungs sind ausgeschlafen. Und sind überhaupt zu Hause. So, ihr könnt dem Fall den Rücken fallen, wenn er von links kommt. F2. Kommt er von links? 5, 4, 3, 2, 1. Jo, kommt er. Könnt ihr ihm echt in den Rücken fallen, aber wozu? Wir wollen jetzt mal die Fallgrube testen. Also, kommt her, Skelette. Sammelt euch so mit, ja, gar nicht so viel. Warte mal, stopp, F1. Wir wollen unsere Zwerge sammeln und ausrüsten. Sammelhorn. Sammelhorn. Nein, Efeu. Trotzdem testen. Hui, es klappt. Not yet, not yet, not yet. Oh. Das war ein interessanter Nebeneffekt. Und sie graben sich jetzt selber ein Loch und bauen... haben jetzt einen Zugang zu unserer Basis. Zu... stopp, stopp, Pause. Nimmt die Bögen in die Hand. Also das war nicht geplant. Und sie nehmen keinen Fallschaden. Sie machen aber komische Stunt-Einlagen mit Aufschilden beim Runterfallen klettern. So, 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 so. Dö. Dich weg. Alles töten, was sie in den Weg stellt. Du solltest da unten rausgehen. Oh oh. Oh oh oh. Jungs. Wo ist mein Feuerballzauber? Ich muss gleich ganz, ganz viel schmeißen. Magischer Wald bringt uns nichts. Nur Feuerball bringt uns wirklich was. Ich denke nicht, dass die Imps irgendwie helfen werden im Kampf. Also machen wir so und hoffen, dass die alle getroffen werden. Wusch. Wusch. Weg mit dir. Wusch. Wusch. So. Innen ist schon mal sicher. Wusch. Mana ist gleich alle. Die greifen wieder von hinten an, okay? Stimmt, wir haben ein Portal offen gelassen. Das war vielleicht nicht so eine tolle Idee. Töten, 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 töten. Käfig wird geklaut. Schaf wird erschossen. Oh Mann. Die hier unten machen gar nichts und er kommt nicht raus, weil seine Kameraden ihm helfen wollen. Sehr schön. Töten, töten. Die Jungs ziehen sich auch zurück. Ihr solltet eigentlich echt nach Hause. Und von da aus die Angreifer beschießen. Wir könnten jetzt die kleinen Minions losschicken, um das ganze Zeug aufzusammeln, was mir doch ein wenig dreist. Antimatter! Piu, piu. Also es kamen Gerüchte auf im Forum, dass sie nicht Antimatter sagen, sondern Under Attack. Das weise ich energisch zurück. Die sagen Antimatter. Das ist Zwergisch für irgendwas. Oh Jungs, kommt schon. Sammelt euch mal ordentlich, geht in das Portal rein und helft bei der Beseitigung. Diese Scharmützel da hinten bringen noch nichts. Ja, jetzt nehme ich hier schon die Tür offen. Wusch. Gegen Skelette klappt das ganz gut. Die Goblins scheinen da irgendwie hartgesottener zu sein. Totem ist grumpig, das ist nicht so toll. Jungs, schießen. Ah, jetzt kesseln sie sie ein. Okay, das Scharmützeln von hinten kann doch was bringen. Vielleicht, eventuell. Piu, 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 piu. Und
gewonnen. Glaube ich. Ah ne, die da unten ist hier noch. Du weg, du weg. Was machst du da unten? Geh da weg. Geh weg, bevor das Portal ausgeht. Du, Wedelzwerg, Kontrolle übernehmen. Freien. Kontroll, komm. Okay, du hast es. So, geh raus. Schnell, 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 schnell. Ah. Danke. So, kaputt. Also, wir brauchen Eisendecke. Wir brauchen Eisentüren. Eisentür, Eisentür. Eisendecke. Oh ne, geht nicht mit Eisendeckel, dann ist er wieder grumpig. Da muss das da weg und da müssen denn die Eisendeckel hin. So, dann brauchen wir noch ein zweites, das kann mal warten. Da kommt noch eine Tür hin. Haus ist komplett, sehr gut. Wie viele Zwerge müssen schlafen? Du, schlafen, du, schlafen, du, schlafen, du, schlafen, du, schlafen, du. Nicht schlafen. Schlafen, 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 schlafen. So, ich glaube, das waren jetzt alle. In unserem Indoor-Pool hat sie eine Spinne eingenistet. Sie weiß, dass hier nichts passieren wird. Da müsste dann auch noch ein Deckel drauf. Und der müsste ersetzt werden, da müsste auch noch einer drauf. Auch wenn das hoffentlich nicht wieder passieren wird mit dem Ding hier. Das zuzumachen könnte auch nervig werden. Muss ich mal überlegen, ob ich das irgendwie effektiv einsetze. Oh, wir könnten ganz runtergraben bis zur Lava. Das ist unser Lava-Burggraben, Falle des Todes, was auch immer. Das klingt cool. So, das. Weg, bevor da noch mal Bäume drauf wachsen. Efeu weg. So, du weg. Wir haben nicht genug Mana. Oh, stimmt. Es wird Zeit für eine Pause. Ja, schnarchen die Zwerge mal kurz. Wobei mir auffällt, dass wir noch nicht alle Betten ersetzt haben. Und er irgendwie grumpig ist. Schnecke weg da. Aber das wird hiermit zu tun hängen, dass unsere Basis jetzt hier noch im Keller runtergeht. Und er nimmt halt die Durchschnittskomfortanzahl, was auch immer. Also die Größe des ganzen Gebiets und seinen durchschnittlichen Komfortwert, irgendwas in der Richtung. Und deswegen, je größer das ganze Gebiet ist, was es jetzt zwangsweise ist, weil wir keinen Deckel drauf haben, desto weniger angetan ist er von der Gesamtsituation. Du, Klick. Muss erst geschmiedet werden, jo. Ich nach, 45 Minuten. Komische Bugs bei den Gegenständen, sind wir gewohnt, ist okay. Schon wieder neuer Schnee. Na gut, überlegen wir schon, was wir nächste Folge so machen wollen. Die Spinne muss weg. Nein, wir haben das Schlafen jetzt aufgehoben und die... Ja doch, komm ran, okay. Warum seid ihr beide nicht aufgewacht? Also, nächste Folge. Wenn bis dahin jemand einen Tipp gegeben hat, wie es mit dem Wasser geht oder mir es eingefallen ist, dann bitte die beiden Pools auffüllen. Und die Pools hier unten abbauen. Wobei wir das so oder so machen können. Wenn wir Wasser brauchen, können wir einfach zwischendurch ein Loch machen und das dann auffüllen. Dann könnten wir hier unten schon mal anfangen mit dem Schienensystem, weil das da ist doch ziemlich mickrig. Für das Schienensystem bräuchten wir allerdings Eisen. Für Eisen müssen wir weiter die Welt unkenntlich machen. Und wie kommen wir hier runter? Es gibt noch einen Weg. Also es... Nee, hier, zu. Okay. Ich wollte gerade sagen, es könnte gut sein, dass uns irgendwann wieder Zwerge abhauen und den ganzen Weg zu Fuß gehen, um da den Auftrag weiterzumachen. Ja. Ich glaube, Sand braucht nur noch ein bisschen. Oh, hier ist viel Eisen. Da und da. Vielleicht sogar hier zwischen. Liegen sogar noch alte Scaffoldings rum. Also hier vielleicht ein Portal auf und dann da runter. Ich glaube, da fange ich jetzt schon mal mit an, damit ich später nicht vergesse. So, null Mana. Ist nicht gut.
So. Aber die haben alle Aufträge. Ja, keine Portale, um schnell nach Hause zu kommen. Das ist... Nee. Die Aufträge weg. Weg. Genau. Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel. Weg, weg. Weg, weg. Und hier... Das Portal ist gleich schon wieder weg. Was zur Hölle? Was passiert, wenn man den nicht stacken kann, wegen keinem Mana? Aber ich musste das mit den Minions einfach machen. Und den Feuerwillen. So, Jungs, kommt schnell. Ich mache euch auch wieder ein Portal, wenn ich gleich wieder volles Mana habe. Versprochen. Genau, durch da. Ach komm schon, du kannst doch ruhig. Wo ist der Rest schon wieder hin? Der transportiert die ganzen Sachen ab. Och Jungs, das können doch die Minions gleich machen. Ich würde gerne eine Aufgabenwichtung haben. Wichtung? Aufgabengewichtung haben. Oh, Eisen. Also, ne? Momentan ist es wichtiger zu graben. Momentan ist es wichtiger, Sachen einzusammeln. Momentan ist es wichtiger zu töten. Irgendwas so in der Richtung. Ja, Jungs, es gibt keinen Ausgang mehr. Ihr müsst jetzt warten, bis der Gatt kommt.